Hallo und herzlich willkommen zu Wir probieren, heute endlich mit Rockstar. Ja, zu unserer Jubiläumsfolge haben wir gedacht, weil es ist ja mittlerweile die 50. Folge tatsächlich. Wie viel? So 50. Sonst vor wie 100. So lang machen wir den Blödsinn hier schon. Haben wir uns gedacht, wir nehmen unseren oft zitierten Lieblings-Energy-Drink her, oder Lieblings-Energy-Drink-Hersteller in dem Sinne, nämlich Rockstar. Ist ja nicht so, dass wir es schon probiert hätten, nur irgendwie ging es immer schief. Da war immer der Wurm drin, aber heute haben wir es endlich gepackt. Ja. So, und dann fangen wir gleich mal mit den Basis-Rockstar an, nämlich der Rockstar Energy Drink, Double Size, Double Kick, normal. Ja, gibt es in den USA natürlich dann nochmal in der normalen 250, beziehungsweise 8 Unzen, 16 Unzen und 24 Unzen Dose. Daher auch dieses Double Size Double Kick, beziehungsweise dann in der 24 Triple Size Triple Kick Dose. Total irre. Bei uns geht es etwas unter, aber im Vergleich zu der normalen Red Bull oder sowas, also ist es eben trotzdem immer noch doppelte Menge, von daher ergibt sich das dann. Hinten drauf noch: Rockstar Energy Drink is designed for those who lead active and exhausting lifestyles. Also du Verficker. Zum Design noch zu sagen. Für Rockstars. Oder für Rockstars. Get it? Nein, spannend uns den. Oben das klassische Koffein, Guarana, Ginseng, B-Vitamine, Taurin. Und um den Stern drumherum sind dann noch die angeordnet noch die Streifen da drumherum. Ja, es ist so ein fortlaufender Stern. Genau. Wobei das Design wird ja öfters mal geändert. Also ja. Sagen wir mal so, das Layout bleibt gleich, nur dieser Hintergrund, was eigentlich... Hintergrund ändert sich leicht. Ändert sich. Also die Dose war vorher genau ganz schwarz. Bei der roten, die war vorher so mit Tränenblech-Design und so weiter. Ist ja wurscht. Also ist im Großen und Ganzen bleibt das Design immer gleich. Also immer der Stern oben steht, Rockstar Energy und so weiter. Gefällt eigentlich sehr gut. Also ich kenne wenige Energy Drinks, die aus so einem simplen Layout so viel Design rausholen können. Ja. Gut. Monster noch vielleicht. Monster ist mir zu spartanisch. Ja, also mir gefällt Rockstar auch besser. Es spricht mir an. Es riecht nach Rockstar. Wah! Ja, also ja. Wenn man es beschreiben möchte, ist es am Anfang so, wenn man unbefangen angeht und nicht denkt, ist es ein Rockstar, riecht es eigentlich nach einem Gummibärchen tot, eigentlich. Ja, nicht so ganz, sagen wir mal so. Es gibt Schlimmeres, klar. Aber es riecht schon nach einem klassischen, eigentlich billig Red Bull-Klon. Eigentlich riecht es nach einem Gummibärchen-Todesklon von Red Bull. Aber geschmacklich spielt er einfach auf einer Liga für sich. Mhm. Der ist im Vergleich zu Red Bull oder sonst was wesentlich weniger Kohlensäure, was angenehmer ist. Zumindest bei uns, wesentlich säurer. Säuerlich am säuerlich Abgang. Am also er ist nicht von Anfang an sauer, sondern kommt erst am Ende durch. Er kommt erst am Ende. Und natürlich basic immer süß. Also das braucht man natürlich bei Energy Drinks, glaube ich, nicht dazu sagen. Weil, zumindest bei den Basis-Energy Drinks. Ja, vor allem, also Energy Drinks, wie gesagt, die müssen in Deutschland als Energy Drink zu gelten, braucht man mindestens 10 Gramm Zucker pro 100 Milliliter. Das ist vorgeschrieben, sonst ist es kein Energy Drink. Geil. Ja, die einzige Möglichkeit, das zu umgehen, ist eben mit einem zuckerfreien oder dann eben mit als Molketrink Frucht. Und man nennt es dann halt nicht mehr so. Oder man nennt es nicht mehr Energy Drink oder man macht eben mit Frucht. Ja. Mit mindestens 50% Fruchtsaft. Aber dann kannst du es wieder rausrechnen. Wenn du den Fruchtsaft wegnehmen würdest, wärst du dann wieder genau das Gleiche. Zum Beispiel bei Monster, der hat nur 6 Gramm Zucker pro 100 Milliliter, also dieser fruchtige. Mhm. Aber dafür ist eben die Hälfte Fruchtsaft. Ist einfach so erfrischend für den Energy Drink. Es ist zwar theoretisch ein Red Bull-Klon, aber es ist definitiv was Eigenes. Erinnert noch am ehesten an den Relentless. Ein bisschen, ja, wobei der Relentless wesentlich mehr Kohlensäure hat. Mhm. Und was ich bei dem echt so faszinierend finde, eigentlich, ich würde bei einem normalen Basis-Energy-Drink, also das hier, wenn man von Basisrecht reden möchte, wie Red Bull für mich auch so Basis oder was geht noch in die Richtung, ja, also einfach diese Gummibärchen-Energies, wenn man so möchte, ist das, finde ich, der Einzige, der es schafft, vielleicht noch ein bisschen der Relentless dich wirklich zu erfrischen. Ja, erstens das und zweitens, obwohl er so riecht, du schmeckst das Taurin eigentlich nicht so raus. Ich meine, du schmeckst Taurin raus, es schmeckt wie ein typischer Energy-Drink, aber... Es schmeckt nicht wie das, was es alles in der 1,5 Liter PET-Flasche gibt, sondern es schmeckt wirklich gut. Herrlich. Herrlich. Also, egal, was zur Auswahl steht, wenn das im Regal steht, oder einer von denen, greife ich immer dazu. Logisch. Next,
der Rockstar Energy Plus Juice. Das Ganze in Orange, wo auch im Hintergrund dann richtig schön noch Rockstar immer in verschiedensten Schriftgrößen und Schriftdesigns noch immer Rockstar steht. Ansonsten ja. Gleich aufgebaut. Und zwar gleich drei Fruchtaromen auf einmal drin. Mango, Passionsfrucht und Orange. Jawohl. Und eine Rülpsbrühe. Das war doch eigentlich relativ viel. Fruchtsaftgehalt 10% immerhin. Wobei davon 9,3% Apfel sind, 0,3 Mango und 0,3 Orange. Das ist geil. Das meiste ist Apfel, obwohl das obwohl gar nicht als Aroma drin ist. Und das hier ist der Energy Drink, der, lass mich da. Der hat am meisten Zucker. Das ist der, der am meisten Zucker hat. 15,4 Gramm pro 100 Milliliter. Alter, 15,8. Wenn du noch allgemein Kohlenhydrate nimmst, davon Zucker sind dann 15,4. Ja. Das ist so das evil. Ist. Das sind, warte mal, wie viel sind das? Viel. Viel. Es sind 77 Gramm, wenn mich nicht alles täuscht. In dem ganzen Ding. Pro Dose. Da steht dann das richtige Ergebnis, wenn er sich wieder verrechnet hat. Ja, das müssten wir mal aufhäufen als Zucker. Es riecht hauptsächlich nach der Mango eigentlich, obwohl davon eigentlich mit am wenigsten drin ist. Aber es riecht hauptsächlich, finde ich, nach Mango. Ja. Vielleicht definitiv. Noch ein bisschen Aprikose. Ganz kleines bisschen, obwohl davon nichts drin ist. Ja. Aber es kommt ein bisschen mit. Natürlich süß wie die Sau. Es ist einer der süßesten Energy Drinks, die es so gibt. Aber es ist gleichzeitig auch, obwohl wenig Frucht drin ist, er ist definitiv fruchtig. Er ist extrem fruchtig. Er ist nicht natürlich fruchtig. Nein, aber er ist fruchtig. Aber er ist fruchtig. Er tut so, als wäre er es und er tut das ganz gut. Er tut so und er tut es gut. Ja, ja. Das trifft's. Vor allem, er schmeckt trotzdem nach Mango. Man merkt nicht, dass da so kommt ein bisschen drin die Orange drin ist. Oh, ich finde schon, er ist schon. Also, gerade wenn du dir ins Gedächtnis rufst, dass wir schon amerikanische Sachen getrunken haben, wo wir eigentlich denken, Gott, das muss ja so übel süß sein. Und dann trinkst du den dagegen, dann ist das süßer als alles andere. Und ja, du musst also, überlegen, der ist gerade eiskalt und er schmeckt trotzdem noch scheiße süß. Das ist der Ami-Tod. Das ist der Ami-Tod. Ja, wenn du das einem Ami in die Hand drückst, dann kriegt der. Dann geht der ab wie Schnitzel. Also das Ding ist der süßeste von allen, aber obwohl es eigentlich die Frucht nur kopiert. Also der hat am meisten Zucker von allen. Weil noch süßer ist ja jetzt zum Beispiel der hier. Nämlich den Rockstar Punched Energy Plus Guava. Eigentlich Guave, aber warum da... Die nennen ihn Guava. Die nennen ihn Guava. Weil sie es können. Wahrscheinlich ist Guava einfach geschützt. Oder keine Ahnung. Guave ist geschützt, das gehört schon Coca-Cola oder was. Die sind noch PepsiCo. Das ist PepsiCo, genau, ja. Genau, und der Relentless ist dann die Antwort von Coca-Cola Company, oder? Vielleicht ist ja auch Guava eine Kreuzung zwischen irgendwas. Oder sie wollen einfach stylischer klingen, was ich eher glaube. Stylisch. Das Ganze in lila gehalten, oben ähnlich wie der Plus Juice. Ja, es ist das gleiche Design, es ist aber. Das gleiche Grunddesign, nur in lila. Ja. Nur, dass das jetzt eben, das ist tatsächlich juiced und das ist punched. Das hat nämlich keinen Fruchtsaft. 0,0. Not at all. Not at all. Herrlich. Da ist kein einziger Schuss Saft drin. Ja, es riecht süß, es riecht nach Guave. Mehr gibt's da gar nicht. Es riecht nur süß und es riecht nur nach Guave. Oder? Ja, so ziemlich. Weil wenn du so, also ich weiß nicht, beim Asialaden oder sowas gibt's so Guavensaft in Dosen und so weiter. Und das ist noch mehr der Ami-Killer. Also ich habe ganz vergessen, wie süß der ist. Weil ich muss dazu sagen, das ist der mir von allen mit am wenigsten von den Saftmisch-Rockstars schmeckt. Also ist nicht mein persönlicher Fall. Er ist immer noch geil, aber von den allen zur Auswahl greife ich als letztes zu dem. Okay, Entschuldigung, zu dem. Und danach zu dem. Aber ich finde den total geil. Es gibt nichts Süßes. Der ist so scheiße süß. Obwohl er weniger Zucker hat als der. Ja, aber er schmeckt komischerweise trotzdem süßer. Ja, weil Guave halt so ja, weniger Eigengeschmack in die Fresse ist. Ja. Da hinten so noch Litchi-Saft reinschütten. Das wäre doch mal eine Idee. Energy plus Litchi. Wir dürfen die nicht veröffentlichen, das ist unsere Idee. Schnell sichern. Weil es gibt's eigentlich nicht, ne? Ich glaube nicht. Rockstar mit Litchi. Rockstar Litchi. Wir nennen die dann Lutschi. Ein wunderbares Fruchtlutschbonbon. Ah. Ja. Lutschfrucht. Das schmeckt aber auch noch lustigerweise nach einem. Nach einem Vivier-Bonbon. Genau, das trifft es eigentlich relativ gut. Und zwar diese Multivitamine, die auch ja, lila sind. Diese auch lilanen Vivis schmecken genauso. Ja, die schmecken genauso. Also, und die bappen auch so. Man muss aber jetzt bei dem her auch noch dazu sagen, dass er vom Gefühl her weniger Kohlensäure hat wie die anderen, finde ich.
Er kommt nicht ganz so kohlensäurig rüber. Ja, die Kohlensäure, also die ist recht feinperlig. Also wenn du jetzt Rhinos oder sowas anguckst, Rhinos ist extrem grobperlig. Und du merkst, der schäumt sofort auf. Mhm. Und hier, du merkst, da ist trotzdem Kohlensäure drin. Und da ist eigentlich auch gar nicht mal so wenig Kohlensäure drin. Nee, aber er kommt aber, nicht so aber durch. Sie kommt ganz, ganz feinperlig. Ja. Das heißt, du merkst eigentlich nur unterbewusst, dass Kohlensäure drin ist. Und das ist sehr, sehr angenehm. Es bearbeitet auf angenehme Art und Weise deinen Mundraum. Ja, es hört sich dämlich an. Aber so ist es. Aber es ist so. Klingt komisch, und ist aber so. Dann haben wir natürlich noch den Punched Apple. Ja. Und die hat jetzt ein etwas anderes Design, also ich auch wieder das Grundlayout. So also, schwappt raus. Aufmachen und schräg halten ist immer eine super Idee. Macht überhaupt nichts. Jetzt weißt du ja schon, wie er schmeckt. Wir haben ihn ja noch nie getrunken. ja, es ist eben, das, im Prinzip ist doch das gleiche, aber es wird so nach oben hin schwarz. Schwarz, also ähnlich wie der Rockstar Cola wird er nach oben hin dunkler. Und geht da in so einzelnen Points über. Riecht wie die Apfelringe. Und zwar, also ja, so saure Apfelringe. Saure Apfelringe, nur er riecht noch viel saurer, als die überhaupt schmecken. Ja, definitiv. Und er schmeckt auch so. Noch saurer als die Apfelringe. Weißt du, wie der schmeckt oder woran es mich erinnert, wie der schmeckt? Rülpsbrühe. Beerenzen saurer Apfel. Ja, das trifft es ganz gut. Beerenzen saurer Apfel, bisschen Kohlensäure rein. Nicht so ekliger Kotznachgang wie ein Beerenzensaurer Apfel. Wobei das Problem bei dem ist, also wenn man davon die ganze Dose runtersäuft, also so bis dann zur Hälfte, auf den Magen. Bis zur Hälfte geht's wunderbar, aber dann weiter runtersaufen, das dann greift die Säure richtig ist richtig, an. Die ist richtig ätzend und die greift Akku. Sowohl die Zähne an und zwar merkt man nicht. Das sofort. Ich nicht. Vor allem auch die Zunge. Die Zunge wird irgendwann so aufgeraut an und auch im Hals ein bisschen. Also wenn man Säure nicht unbedingt verträgt oder sowas, sollte Finger man davon die Finger weglassen. Finger also weg. Die ist wirklich sehr aggressiv. Ist richtig aggro. Prost. Eigentlich hast du keinen empfindlichen Magen. Mm-mm. Niemals. Niemals. Was haben wir noch Schönes? Rockstar Energy Cola. Ja. Double Size, Double Kick. 500 Milliliter, wie alle anderen auch. Gleiches Layout wie der Apple, der wird nach oben hin schwarz. Auch in dem gleichen Dripping-Format. Weil jetzt auch wieder das schon neue Design ist, bis das Video draußen ist. Ist schon wieder noch ein neues Design. Also vorher war die ja rein schwarz und gold gehalten. Und da hört, also ich höre es jetzt zumindest schon. Die hat mit von allen am meisten Kohlensäure. Die hat am meisten Kohlensäure bisher. Und die blubbert auch richtig. Und wir hatten es ja schon öfters auch verglichen mit so der Afri Power, beziehungsweise ehemals Afri Red. Ja. Oder auch Volt Cola. Volt vor allem kommt mir da in den Kopf. Und es riecht genau wie Volt mit so einem Schuss von der Afri Red. Vor allem halt ein bisschen süßer wie eine normale Cola. Oh ja. Die ist auch wesentlich grobperliger. Das merkt man. Schäumt auch etwas. Die prickelt richtig schön die Zunge entlang halt, ne? Ja. Ist, wie gesagt, also schon wie sie riecht. Sehr, sehr süßlich. Die mit einer der süßesten Colas, was man so, oder als Energy Colas oder Energy Plus Cola oder was auch immer man es nennen mag. Süßer. Viel, viel süßer als alles andere. Und hat einen Nachgeschmack, also es ist so ein bisschen Cola-Nuss und geht dann über in so eine undefinierte Süßfrucht. Ja, würzig. Geht so runter. So ein bisschen ähnlich wie die, nicht ganz so krass würzig, aber von dieser Würzigkeit her, was ähnlich ist, wäre, finde ich, diese Red Bull Cola. Ein bisschen. Nur der Nachgeschmack. Ja. Es ist nicht, aber, es nee, ist nicht es ganz ist, so krass, aber es ist diese Richtung, was man nicht so gut definieren ist, kann, ist was das es ist. Es ist das Empfinden, aber es ist nicht der Geschmack. Nein, es ist nicht der gleiche Geschmack, weil, aber es ist dieses Würzige. Weil, sagen wir, die Red Bull Cola ist ja ganz klar. Ist was ganz Limetic. Anderes. Ja. Und das hier ist schon, es ist knallhart süß in die Fresse. Und ja! Mich erinnert, weiß ich gar nicht, steht das drauf? Es erinnert mich so ein bisschen, weiß nicht, an irgendeine Beere. Eine Beere. Ja. So ganz kurz zum Peak Himbeer oder sowas drin. Moment. Himbeer oder vielleicht eine spezielle Süßkirsche oder sowas. Also es ist nicht penetrant, aber es ist so unterschwellig da. Und dann geht's. Ein Hauchkirsche vielleicht. Ja, und dann geht's über in dieses, was du gemeint hast, dieses würzige Gefühl. Dieses würzige Feeling, was auch immer es ist und woher es kommen mag. Wahrscheinlich eine Mischung aus Cola-Nuss und irgendwelchen lustigen Chemikalien. Aber
sie ist auch, das finde ich so faszinierend an Rockstar bisher, alles was wir hatten. Es kann so süß sein, wie es will. Es tut dich trotzdem erfrischen. Ja. Und das Tolle ist, bisher keine einzige Rockstar-Sorte war irgendwie vergleichbar mit einer anderen. Nee, die stehen alle bisher stehen alle komplett für sich. Also der einzige und auch sonst im ganzen riesigen Sud von Energy Drinks stechen die immer noch raus. Ja. Also die einzige, die vielleicht weniger raussticht, ist die ganz normale Rockstar. Ja, weil es halt aber auch ein Basis-Energy ist. Ja, aber ich meine, gut, wenn du jetzt so eine Palette hinsetzt, dann musst du auch einen Basis-Energy-Drink anbieten. Ja, sonst... klar, der gehört dazu. Und die Rockstar-Cola, weil alles, was mit Cola ist, irgendwie immer nach Cola schmeckt, logischerweise. Ja, klar, sticht definitiv aber immer noch raus. Aber trotzdem tut es aus den Colas immer noch rausstechen, genauso wie auch der immer noch aus den Basis-Energies raussticht. So, ja. Kommen wir zu einer der zwei neuen Sorten. Richtig, ja, nämlich die Fruit Punch Flavor. Fruit Punch. Sieht ähnlich aus vom Design jetzt wie der wie die Basis, wo sich außenrum der Stern weiter fortsetzt, aber halt hauptsächlich in Rot und Schwarz gehalten. Sehr schön. Aber ich finde, ehrlich gesagt, vom Design her das mit am schönsten. Also mit diesem fortsetzenden Stern finde ich ziemlich cool. Den hatte ich zum Beispiel auch als US-Variante schon mal getrunken. In groß oder? In groß. Ja. Sage ich dann gleich was dazu. Das Zeug bläht den Magen auf, das ist der Wahnsinn. Das steigt, gut, wir trinken natürlich jetzt auch extrem viel, aber das steigt auch im Kopf, das Koffein. Ja, aber du musst überlegen, wir haben jetzt trotzdem, wenn du guckst, jeder noch nicht mal eine Dose runter getrunken. Wenn du ja normal eine holst, trinkst du ja schon eine runter, als normal Sterblicher. Das riecht leicht säuerlich, aber dann, also so Grundsubstanz ist so ein Rotfruchtmix, steht ja auch drauf, Fruit Punch. Aber hauptsächlich finde ich, riecht so ein Strawberry-Erdbeere. Ja, aber dieses, merkst du dieses Säuerliche, was dann in die Nase sticht? Ein bisschen. Ja, leicht. Aber wie gesagt, hauptsächlich Erdbeere, wirklich so 80% Erdbeere, was du riechst, und dann vielleicht noch ein bisschen Himbeere. Vielleicht noch Himbeere und Kirsch vielleicht. Geschmacklich absolut dieses typische, dieses Erdbeerwassereis. Wenn du probierst, künstliche Erdbeere herzustellen. So. Ja, genau, das trifft es eigentlich relativ gut. Vor allem, wenn das auftaut, sodass, dann ist es ja immer noch kalt, aber halt flüssig, ja, dann hast du genau das, da fehlt nur die Kohlensäure. Richtig, tust du. Wobei auch da mit einer mit am wenigsten Kohlensäure, der hier eigentlich ist, im Vergleich zu allen anderen, auch scheiße süß wie die Sau. Und scheiße erfrischend, dadurch, dass nicht und so viel Kohlensäure drin ist. Trotzdem richtig erfrischend. Und von allen Reds-Sachen, die es gibt, ist das der Beste. Für mich. Ist der Beste, aber er sticht deswegen aber auch nicht so arg raus. Also weil es gibt einfach zu viele Red-Verschnitte. Ja. Es gibt einfach die Take-Off und die Sexergy und alles mögliche. Ja, ich denke, das die gehen alle so in die billigste Kunstaroma wahrscheinlich, den du herstellen kannst, ist wahrscheinlich dieser Cranberry. Cranberry, Erdbeer überall, und alles so. Cranberry, Erdbeer, Himbeere, Kirsche ist wahrscheinlich das billigste, was du kriegst, und dementsprechend machen das die meisten Firmen, weil das hauen sie überall mit rein. Jeder von einem, der sich etwas besser verkauft, guckt dir jetzt Red Bull an. Einer von den Red Bull Special Editions ist auch Cranberry. Und das Letzte, woran ich denken würde, was ich als Energy Drink auf den Markt setzen würde wollen, ist Cranberry. Was macht Red Bull? Kompliziert einen Cranberry Energy Drink. Ja, ist denke ich mal, also wahrscheinlich die einfachste Erklärung, ist wahrscheinlich einfach billig. Ja, es ist wahrscheinlich einfach billiger. Und die haben, glaube ich, du schmeckst zumindest kein bisschen Cranberry oder irgend so ein Dreck raus, was ich einfach in einem Red Fruit Mix einfach nicht drin haben will. Der da ist das, was ich gerne habe. Das Witzige ist da steht ja auch gar nichts drin von dem, steht was du überhaupt gesagt? Irgendwas von irgendeiner... Schwarze Karotten. Schwarze Karotten. Was auch sehr immer schön. Schwarze Karotten sind, die haben wir ja gleich in dem Zero Sugar auch nochmal drin. Juhu. Also im Prinzip, der Zero Sugar ist ja auch, steht ja auch drauf, da steht ja auch Tropical Punch. Das ist im Prinzip der hier nochmal als der gleiche, als nur als zuckerfreier. Nam, nam, nam. Ja, nehmen wir ihn gleich mal in die Hand. Rockstar Zero Sugar. Wobei, bevor ich was zu der sage, sage ich jetzt nochmal was zu der amerikanischen Variante von der. Stimmt, das mal. Die finde ich wesentlich, also zumindest für den deutschen Geschmack, finde ich die amerikanische Variante widerlich, weil du merkst so, dass die diesen Kornsirup verwenden, und also diesen Mais-Sirup, und der ist so eklig. Die liebst du überall, das ich weiß. Und da, vor allem, da kommt diese Frucht kommt da dann auch ganz anders raus, dieses Fruchtaroma. Naja. Wobei, da kann natürlich auch sein, dass die Aromen auch nochmal angleichen. Ich denke mal schon, dass sie das auch abändern und muss. Also, mir schmeckt die amerikanische Variante von dem hier zum Beispiel überhaupt nicht. Ich die amerikanische Variante von dem, den hatten wir ja auch mal, die war gar nicht mal so schlecht. Die war okay. Aber ich muss sagen, mich persönlich stört der Corn Syrup also nicht so arg. Klar, es ist ein anderer Geschmack, aber ich finde es nicht schlimm. Also mich nervt das jetzt nicht so. Genauso wie bei dem NW, wo da ja auch ein Haufen von dem Corn Syrup mit drin war.
War jetzt nicht so übel. Du merkst auch, also abgesehen davon, dass du schon merkst, dass Süßstoff ist. Der ist auch wie der und der vom Layout her nur in blau, dass sich auch der Stamm wieder nach außen durchzieht. Ja. Pro forma. Ja, ja. Nee, aber du riechst schon, es geht schon genau in die Richtung. Es geht in die Richtung. Ja. Er hat vielleicht auch noch ein bisschen sowas wie so eine Blaubeere vielleicht noch oder sowas. So eine, ja. Wo, für die Farbe halt. Ja, der ist ja auch lila. Ja. Generell, die haben eigentlich alle fast ungefähr diese Farbe, die sie auch haben. Also der, die Dose der ist grün, hat. Der ist orange, der ist schwarz. Gut, der ist gelb, der ist lila, orange, der ist leicht grünlich, der ist leicht Cola. Rötlich, der ist auch leicht rötlich, und der ist leicht violett und der ist auch gelb. Leicht gelblich. Also kommt hin. Und der da ist von Hast allen. Hast du jetzt schon getrunken? Ja. Der da ist von allen. Der einzige, wo der ich sagen der einzige würde, Rockstar, der ist eklig. Der ist wirklich eklig. Wobei eklig ist ja kein, dummerweise kein fester Geschmack. Nein, es ist kein fester Geschmack, aber im Vergleich zu allen anderen ist er einfach... Ja, aber weißt du, unter eklig kann sich keiner was vorstellen. Ja, das ist halt das Problem. Er schmeckt extrem stark nach diesem Kunst... Süßstoff heißt das? Süßstoff, Dankeschön, Kunstzucker wollte ich sagen. Ja, Süßstoff heißt es eigentlich nach Süßstoff. Und zwar nicht die gute Art und Weise, sondern einfach nur... Trockenen Mund, wirklich trockenen Mund und... Die Frucht kommt ganz anders raus. Also es schmeckt überhaupt nicht wie das. Und ich habe keinen, also das kann ich auch gar nicht. Ich habe kaum Bezugspunkt, außer ein zuckerfreies Vivil-Bonbon. Gab es ja auch eine Weile. Ja. Wenn du von diesem einen Erfrischungs-Vivil-Bonbons diesen Menthol weglässt, hast du das. Nur in eklig. um nochmal eklig hab, zu sagen. Aber ganz ehrlich, ich glaube, ich muss doch gar nicht wirklich jetzt lange suchen, was nach welcher Frucht oder nach welcher... Frucht, Imitat, das schmecken soll, weil dieser Süßstoff versaut es eh. Ja, er macht's kaputt. Er macht's einfach Wir kaputt. Wir bleiben dabei, der Einzige bisher, der es hingekriegt hat, einigermaßen. Der Relentless Libertus, der war's. Der war okay. Der war auch nicht gut, also ich würde jetzt nicht Doch, sagen für, gut. Also für zuckerfrei war der echt gut. Er war okay. Er war für annehmbar. Nein, für normal war er okay, für zuckerfrei ja, war für er zuckerfrei gut. War gut, aber im Vergleich zu, wenn ich eben die Wahl habe, ich habe ja immer noch die Wahl, ne? Warum soll ich dann nur zu einem, der okay einigermaßen schmeckt, greifen? Und der da ist im Vergleich zu allen Rockstars, die es da hier so stehen, in Deutschland verfügbar, einfach der mieseste. Ich würde aber auch nicht drauf kommen, was es ist. Nee, ich krieg's auch nicht definiert. Es ist einfach Imitat und eklig. Also es versucht was von... Es versucht den damit aufzugreifen, plus ein Schuss Blaubeere und dann kommt nur noch der Süßstoff. Ja. Und dann, ist, halt dann ist es kaputt und vorbei. Einen haben wir noch, nämlich den Recovery in Gelb. Ja. Der ist vom Design her ähnlich dann wieder wie der orangene Juice und Guava. Also das reine Layout. Ja, wobei jetzt vom Layout her an sich, ja, wobei doch ist es eigentlich Es ist hinten rund der gleiche Rockstar-Schriftzug, wie du bei dem und ja, dem auch hast. Ja, man sieht es nur nicht so richtig, ganz. Richtig, weil es und vor allem geht das ganze Gelbe geht halt unter, weil es halt eine Suppe ist. Ja, aber trotzdem finde ich eigentlich, den finde ich vom Design her eigentlich am geilsten. Ja, was den halt raussticht, ist, dass er oben auch schwarz ist und dadurch setzt sich das nochmal so schön ab. Ja. Bei dem muss man dazu sagen, es soll so ein Sporttrinkverschnitt sein, so ein bisschen. Es ist im Prinzip ohne Kohlensäure. Es ist im Prinzip so eine Art ISO-Getränk. Und es erinnert Wobei aber auch noch Lemonade draufsteht, muss man auch noch sagen. Es ist Lemonade und vor allem kohlensäurefreie Lemonade. Genau. Und es erinnert auch etwas, weil hier auch draufsteht Electrolytes, es erinnert etwas an Brando, wer Idiocracy gesehen hat. Wonach riecht er denn? Ganz leicht nach Zitronenschale. Leicht, aber er ist schon da. Also da hat man schon Zitronenlimonaden gehabt, die weniger nach Zitronenlimonade gerochen haben. Nach Zitronen? Ja. Also weniger nach Zitrone gerochen haben. Entschuldigung, ja. Meine ich. Das Problem bei dem ist, also sagen wir mal so, jetzt von der Resonanz... Hör dich nicht, ich bin gerade im Himmel. Ja, macht nichts. Ich rede ja auch mit der Kamera. Mhm. Von der Resonanz her ist der... Die Rockstar Cola und der Apfel sind komischerweise die in der Gesellschaft irgendwie am wenigsten gut ankommen. Vor allem der hier, weil da denken die sich die meisten, oh ja, das ist jetzt ein Rockstar, der hat ordentlich Kohlensäure und so weiter. Und die meisten lesen halt nicht und die gehen davon aus, dass Kohlensäure ist. Ja, mach. Und deswegen sind sie ja eben enttäuscht. Und dann, wenn man eben mit einer Erwartung an was rangeht und dann enttäuscht wird, dann schmeckt es gleich nochmal eine ganze Stufe schlechter. Und da muss man sich wirklich vorher bewusst sein, das ist kohlensäurefrei, das ist ein ISO-Getränk und man muss es eiskalt trinken. Richtig. Aber wenn man sich dessen bewusst ist, ist es gut.
Es ist nämlich nicht gut, es ist großartig. Nämlich für mich ist das nämlich der geilste von allen. Ich stehe total auf diesen gelben. Was ich dann aber sehr schade finde, ist, dass eben dementsprechend da wenige ihn danach gekauft haben, weil vielen Läden aus dem Sortiment wieder verschwunden ist. Genauso wie die Rockstar Cola. Warum auch immer. Wir haben vor der Sendung 10 Läden abgeklappert. 10. Bis wir diese scheiß Cola gefunden haben. Und das Lustige, weil vorher hatten wir uns immer gedacht, okay, wir haben jetzt wieder einen aufgenommen, scheiß drauf, die kriegen wir ja doch überall. Macht man halt auf und trinkt ihn so und holen uns danach halt mal wieder neuen. Den gibt's ja überall, ja, Arschlecken. Den verschwindet auch leider immer weiter aus den Läden. Das heißt, wenn ihr ihn irgendwo findet, schnell mal zugreifen, bevor du ihn in Deutschland einfach so anscheinend nicht mehr kriegst. Leider. Ja, notfalls halt online, aber gut, online ist ja etwas toller. Ja. Ja, zum Geschmack, es ist... Es ist für mich der Inbegriff eines ISO-Getränks. Also es ist diese leichte Zitrone, wobei du merkst, dass es eine Kunstzitrone ist. Aber es findest stört du? Mich nicht. Merk ich gar nicht. Schon. Doch, doch. Also eine echte Zitrone geht ganz viel säuerlicher runter. Also wenn du dieses San Pellegrino-Zeug, was wir mal hatten, wenn du das aufgießt mit Hahnwasser. Mit Hahn, Water from the Hahn. Water from the Hahn. Dann kriegst du ungefähr das. Also es ist extrem verdünnt, dann okay. Es ist extrem dann verdünnt. Aber immer noch süß genug. Und er hat vor allem dieses leicht milchige, was du so als Widerstand, wenn er runtergeht, zwischen den Zähnen hängen bleibt quasi, ja, ein bisschen. Halt, also ich weiß nicht, ob es Fruchtfleisch ist, aber es ist auf jeden Fall... Nee. es sind Schwebstoffe drin. Das können wir durchgehen lassen, ja. Und ja, es wirkt schon sanfter dadurch. Aber dennoch ist es gut. Also ich kenne keinen Energy Drink, der mich im eiskalten Zustand so erfrischt wie der. Der ist so geil. Vor allem ist es halt auch wieder was ganz Eigenes. Es gibt keinen Energy Drink, keinen Vergleichbaren in irgendeiner Form, der so ist. Von dem gibt es keinen Vergleichbaren. Von der Cola gibt es, ja okay, ein, zwei. Ja, Apfel gibt es keinen Vergleichbaren. Nicht. Guava gibt es nicht. Juice gar nicht. Nein, nicht in dem Geschmack. Nicht mit so einem stark durchdringenden, süßen Mango-Geschmack. Keinen einzigen. Nicht in Deutschland. Doch, vielleicht, ja gut, nicht in Deutschland. Nicht in Deutschland. Nicht in Deutschland. Gut. Und der da, gut, stimmt ein bisschen mit einer Masse, aber trotzdem, ja, also genau, nur so ein bisschen, weil er bleibt im Vergleich zu allen für uns immer noch unangefochten an der Spitze bisher. Und die beiden, ja gut, also den da sowieso vergessen, der den da probieren für es ist immer Red, noch, ist es immer noch ist der immer Beste. Noch ein guter Rockstar, ganz klar, immer noch, aber es ist halt im Vergleich zu den persönliches anderen. Persönliches Ranking, du zuerst, fang im Schlechtesten an und geh langsam hoch. Fang mit dem Schlechtesten an und geh langsam hoch, okay, das hier ganz weg, dann kommt bei mir... Schwierig, ja. Schwierig. Das Abfällt zwischen Teufel und Belzebub. Ich würde dann sagen, den trinke ich. Nee. Ich würde sagen, den trinke ich weniger gut, weil der sticht auch nicht so. Okay. Ja. Dann würde ich sagen, den weg, weil den kriege ich auch überall. Und jetzt geht es bei mir in der Reihenfolge. Also der landet bei mir auf dem 5., obwohl ich den immer noch sehr gerne mag. Ja, dann landet bei mir der auf dem 4., der auf dem 3., der auf dem 2. und die Cola auf dem 1. Echt? Seit neuestem die Cola auf dem 1. Früher war die Guava bei dir am liebsten. Das ist ja tagesformabhängig so ein bisschen, gell? Ja, es ist tagesformabhängig. Okay. Für mich, ja, die blaue kannst du gleich stehen lassen. Die kommt in die Tonne, weg mit diesem Scheiß. Das Zeug ist einfach so zum Wegschmeißen. So, danach kommt für mich der Guava. Von dem bin ich einfach kein Freund. Ich komme mit dem einfach nicht ins Grüne. Er ist immer noch gut. Ich würde ihn jedem auf jeden Fall empfehlen, aber für mich im Vergleich zu allen anderen gefällt er mir einfach nicht. Danach kommt für mich der Apfel, weil ich einfach bei einem Energy Drink einfach keinen Apfelgeschmack mit drin haben möchte. Das sind jetzt alles nur noch, die sind alle geil, das muss man dazu sagen, also den ganz weit außen vor genommen, sind alle geil, aber für mich jetzt nur noch persönlich ist es dann nur noch Geschmackssache, der nicht. Mhm. Danach, jetzt wird es für mich langsam schwierig, kommt der normale Basis, weil er ist für den Basis-Energy Drink für mich persönlich der beste Basis-Energy Drink, auch besser wie Relentless und alles andere und Red Bull. Aber bringt es auf Dauer einfach nicht mehr so. Weil wenn du dann die Wahl hast, ich habe noch so viele verschiedene, wo noch nicht Frucht oder was auch immer mit dabei ist, dann greife ich lieber zum anderen. Genau, das war es bei mir auch. Ja. Danach kommt für mich... Der Red Bull. Nee, nicht? Der da. Also, er ist schon geil, aber für mich persönlich finde ich den immer noch besser. Also seitdem der raus ist, ich finde ihn echt gut und habe mir seitdem öfters geholt, als zum Beispiel jetzt den da. Das heißt, der Fruit Punch bei dir auf 3? Der Fruit Punch bei mir auf 3, auf 2 die Cola. Die war für mich bisher immer unangefochten an Nummer 1, bis der gute Recovery rauskam. Seitdem, wenn ich ihn irgendwo noch in die Hände kriege, kaufe ich ihn immer. Und zwar wirklich immer. Wenn ich irgendwo in einen Laden gehe und ich sehe ihn stehen, ich kaufe ihn. Auf jeden Fall. Und warum? Weil ich es kann, weil ich ihn wirklich geil finde. Also der ist wirklich unangefochten an Nummer 1. Sehr gut. Schön. In diesem Sinne. Kauft euch mehr Rockstar, das Zeug ist großartig. Prost. Adios. Adios.
Und weg.